Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, ups, voll ins Wasser gelandet. Ja, wir sind hier wieder in Springfield. Heute geht's hier weiter am Strand. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Denn ich habe mir einfach jetzt mal vorgenommen, hier ein bisschen wieder mehr, ja, ein bisschen zu tüfteln, denn wir haben ja sommerliche Temperaturen draußen und das sollte sich hier in Minecraft natürlich auch ein bisschen übertragen, falls wir mal draußen schlecht Wetter haben. Und von daher wollte ich heute in der Folge mit euch ein paar Strandideen bauen, wo man sich am Strand hinlegen kann, ein bisschen chillen kann, was man so in Minecraft da machen kann. So ein paar kleine Tipps. Ich habe mir dafür diese Ecke hier ausgesucht. Da hinten ist ja auch unser Hafen, unser Pier, ne? Da, wo, das sollte man eigentlich auch mal wieder weiterbauen. Das habe ich ein bisschen schlüdern lassen, weil da gab es auch durch ein paar Updates so ein paar Texturfehler mit Holz und das haben sie jetzt wieder behoben. Von daher sieht das für mich wieder optisch schön aus. Was da war, kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Ich kann da kurz einmal hinfliegen. Und zwar, da hatten die das so irgendwie gemacht, irgendwie das Stufen und Blöcke, ich habe ja hier mit Stufen und Blöcken gearbeitet, so eine unterschiedliche Textur bekommen haben, dass Stufen heller sind als Blöcke, aber das haben sie jetzt wieder behoben. Und daher sieht das wieder schicker aus. Ja, da könnten wir auch mal wieder was machen. Und auch vielleicht ein paar Boote vorne ransetzen. Denn jetzt durchs Wasser-Update hat man natürlich wieder Lust bekommen, hier ein bisschen was damit zu machen in Minecraft. Aber darum geht es ja nicht heute. Das heben wir uns noch auf für ein andermal. Aber heute geht es ja um unseren Strand. Der sieht noch ein bisschen glatt aus. Da sollte ich mir auch mal hinsetzen und das Ganze ein bisschen naturhafter gestalten. Denn ich glaube, am echten Strand ist das auch nicht alles so gerade abgeschnitten. Aber darum geht es ja heute auch nicht. Ja, ich wollte heute einen Strandabschnitt machen und da fand ich einfach diese Stelle am besten. Hier so mit einem Leuchtturm. Da kann uns auch kein Schiff entgegenkommen. Ist ja alles richtig gut abgesichert. Und den Pier wollte ich vielleicht noch so ein bisschen in die Richtung hier, wo wir sind, noch bauen. Aber der größte Teil geht halt in die andere Richtung. Ja, also von daher die perfekte Stelle, um einen Strandabschnitt für unsere Bewohner zu bauen. Dann würde ich sagen, geht's auch los an unsere Kiste. Denn da ist alles drin, was wir heute brauchen. Denn so ein paar Kleinigkeiten. Wir nehmen uns erstmal hier oben das raus. Ah, na, so, hier, zack, buff, hab ich's. Ja, denn das erste, was wir bauen, ist ein Strandkorb. Ich glaube, jeder von euch war ja schon mal am Strand und da kennt man das ja, sind ja meistens Strandkörbe, ne? Da kannst du dich dann reinsetzen, deine Klamotten alles da hinlegen und dann auch natürlich abschließen, falls du natürlich ins Wasser hüpfst. Ja, so, denn, würde ich sagen, brauchen wir so einen Strandkorb natürlich hier in Minecraft ganz einfach Falltüren und Türen an sich. Welche du nimmst von Material, Farbe und so, such es dir einfach aus. So, wenn wir das haben, brauchen wir natürlich noch Stufen und natürlich Treppen. So, haben wir das auch? Super. Geht's weiter und zwar als nächstes brauchen wir Banner. Haha. Genau, Banner brauchen wir. Welche Farbe? Such es dir aus. Kannst auch Muster drauf machen. Halt, wie du gerne möchtest. Okay, so. Wenn wir das Ganze dann zusammen haben, haben wir unsere Bauteile für einen Strandkorb zusammen. Es geht ganz einfach los. Ich würde sagen, ich setze mir das einfach hier auch gleich daneben hin. Obwohl, sind Strandkörbe eigentlich so dicht am Wasser? Ich glaube nicht. Die machen wir ein bisschen weiter weg. So. Ja, wir setzen ganz erstmal hier so zwei Treppen hin. So, auf der Rückseite setzen wir dann auch nochmal Treppen ran. Einfach so umgedrehte. Darauf setzen wir nochmal so Treppen, dass sie sich gegenseitig angucken. Wenn wir das geschafft haben, setzen wir an den Seiten vorne hier bei unseren Treppen einfach die Türen ran. Oho, so. Und hinten bei diesen umgedrehten Treppen setzen wir auf jeder Seite nochmal Falltüren ran. So, überall. Wunderbar. Okay, danach nehmen wir einmal unsere Tropenholzstufen zur Hand und die platzieren wir oben drauf, aber nicht auf den Treppen. Da hauen wir das wieder weg. Dann sieht das Ganze so aus. Man kann das natürlich jetzt so lassen, ist ja schon so ein fertiger Strandkorb. Aber ich finde auch, man kann natürlich noch seinen Stil mit reinknallen. Das heißt, ich sag mal, so lässt man den an sich am Strand. Aber falls man den besetzen möchte, in Minecraft, ich sag mal, ihr seid ja nicht alleine auf einer Welt bestimmt. Und ihr geht so hin, ah, der Strandkorb ist noch frei, den möchte ich gern haben. Hm, wie sichere ich mit denen? Ich nehme einfach mein Handtuch. Und dann kannst du natürlich deine Initialen so auf so ein Tuch machen. Und dann kannst du ihn damit natürlich absichern, ne? So wie wir halt Deutsche sind, ne? Also wenn du irgendwo am Strand dir oder irgendwie auch im Hotel dir eine Liege sichern willst, was macht man natürlich? Man packt sein Handtuch rauf und das machen wir natürlich auch bei unseren Strandkörben. Und mir ist noch was aufgefallen. Warte mal, ich habe ja jetzt im Inventar, du siehst es nur ein Banner. Da, guck, ein Banner habe ich nur. Und seit einem Update, ich weiß nicht, das war früher nicht so, hundertprozentig kann ich sagen, ist, wenn du jetzt in Creative, wir sind ja im Creative, ich kann ja fliegen, ein Banner platzierst, ist es aus dem Inventar weg. Bei jetzt nur einer Treppe oder so habe ich immer im Inventar. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, aber ich glaube schon. Eigentlich dürfte das nicht passieren, wenn du einen Banner hast. Müsstest du eigentlich unendlich haben. Aber seit dem Update wird es einfach dir aus dem Inventar weggenommen. Naja. Okay, so, das ist natürlich erstmal die erste Idee. Ein Strandkorb kannst natürlich in der Farbe oder wie auch immer dir halt
ja, gestalten, wie halt du möchtest, ne? So gibt es ja tausende Varianten, wie man so einen Strandkorb macht. Ich glaube, ich mache mir auch noch einige noch mehr dazu. Und ja, so eine kleine Idee für einen Strandkorb. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was man noch so alles sich an den Strand hinbasteln kann. Ich habe hier noch so kurz ein bisschen was vorbereitet. Hoho, genau. So, für meine nächsten zwei, drei Sachen brauchen wir ganz einfach wieder Holzfalltüren. Welche du nimmst, ne, ist dir überlassen. Dann holst du noch ein bisschen Teppich raus. Ich nehme einfach mal gelben Teppich und roten Teppich raus. Dann hole ich mir noch weiße Wollblock. Also von der Farbe her, such dir aus, was dir gefällt. Natürlich noch Zaun, auch da freie Wahl, ne, nach Marzipan. Und da brauchen wir noch ein Bett. Ich nehme einfach mal jetzt ein gelbes. So, jetzt können wir uns mal aussuchen, was wollen wir zuerst machen. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal das Leichte. Und zwar, wer kennt es nicht, das ganz Leichteste ist einfach, man packt sich so ein bisschen Teppich hin und fertig hast hier dein Handtuch. Ha, das war schon einfach. So, jetzt kommen wir zum schweren Part. Und zwar ist natürlich hier die pralle Sonne. Wo haben wir sie? Da ist die pralle Sonne. Die brennt ganz schön und ohne Sonnencreme kann man sich in Minecraft natürlich auch schnell einen Sonnenbrand holen. Von daher hilft dafür immer ein Schirm. Und ich würde sagen, den stellen wir einfach mal auf. Ich mache jetzt hier einfach mal, würde ich sagen, eine Höhe von 2x Zaun. Ganz oben drauf platziere ich mir einen Wolleblock. Und unter diesen Wolleblock beim zweiten Zaun setze ich nochmal Wolle rum. Kannst auch irgendwie einen anderen Block halt nehmen. Einmal kurz hier so rumsetzen. Ist natürlich jetzt hier nicht unser Schirm, sondern darauf setzen wir ganz einfach unsere Betten rauf. Zack und zack haben wir sie raufgesetzt und können darunter das Ganze einmal wieder weghauen. Du kannst dir den Schirm natürlich noch höher stellen. Tiefer solltest du nicht machen, weil sonst kann man da nicht mehr unterlaufen. Super. Oh, ich glaube, die Wahl ist nicht so gut. Wir haben jetzt einen gelben Schirm und ein gelbes Tuch. Ich ändere das nochmal. Nehmen wir lieber ein rotes Tuch. Genau, hebt sich so ein bisschen ab. Kannst natürlich auch mehrere Sachen machen, natürlich unterschiedliche, ne? Ich werde mir das Ganze hier auch noch so ein bisschen gestalten. Mal gucken, wie ich mir das Ganze mache. Aber ist natürlich so ein Schirm vor der Sonne, ne? Damit du halt davor geschützt bist. Hihi. Jo, wenn wir das Ganze haben, sind wir damit auch durch und kommen jetzt zu einer Sache beim Wasser. Ne? Hier gibt es ja auch so ein paar kleine Sachen, die man sich hier machen kann. Und zwar ganz einfach, ich schlage dir mal eins vor. Und zwar, du kannst einfach Falltüren nehmen. Die, ups, warte mal, ich muss ja in die Hocke gehen, um da noch eine ranzusetzen. So in etwa, genau. Setzen wir einfach Falltüren oben aufs Wasser rauf. Und darauf sollten wir Teppich platzieren können. Genau, zack. Und schon haben wir so eine Wassermatte, ne? Kennt man vielleicht, ne? Oder so Schwimmringe oder so, kann man sich damit natürlich viel basteln. Und damit kann man hier auf dem Wasser natürlich auch ein bisschen was machen. So eine Wasserliege, ne? So eine Luftmatratze oder was man sich hier aufs Wasser halt packt, kann man sich natürlich hier auch hinmachen. Ich weiß gar nicht, kann man darauf auch ein Bett machen? So, wir testen heute. Wir testen, wir sind Tester. Das ist gerade so ein brialer Einfall von mir. Obwohl, warte mal, müssen wir anders machen. Wir machen jetzt hier Blöcke hin. Obwohl, das sieht doof aus. Nee. Schade, das wäre auch cool, wenn man so ein Bett irgendwie hinmachen könnte. Dann könnte man sich richtig hinlegen, ne? Aber naja, noch geht nicht alles in Minecraft. Aber es ist schon mal, naja, eine Variante. So, dann haben wir schon mal drei Sachen. Ich werde mir das Ganze hier auch nochmal kurz gestalten. Und würde ich sagen, mache ich hier einen kurzen Cut. Gestalte mir das Ganze und dann siehst du es, wie es bei mir gleich hier noch so ein bisschen aussieht. Ist natürlich nicht komplett fertig. Da muss ich mich doch ein bisschen denn noch länger hinsetzen, um mir das Ganze hier noch zu gestalten. Es gibt ja auch noch mehr Sachen. Es gibt ja noch für Rettungsschwimmer, ne, so ein Beachstand. Aber das, glaube ich, müssen wir eine eigene Folge für machen. Oder auch einen Volleyballplatz oder sonstige Sachen kann man sich natürlich am Strand hinbauen. So, ich würde sagen, ich mache hier kurz einen kleinen Cut, mache hier kurz ein paar Muster, damit du dir vielleicht ein bisschen Inspiration noch zuhören kannst. Nach einer halben Stunde bin ich endlich fertig. Und der Strand sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Ich habe noch so ein paar Liegematten überall hingemacht, noch ein paar Schirme, ein paar Körbe hingemacht. Und da ist mir was aufgefallen, und zwar kann man ruhig mal was mitsagen. Und zwar, ich finde, Strandkörbe kann man ja in jeder Form bauen, wie man gerne möchte, von der Farbe her. Aber wenn ihr jetzt, sage ich mal, Türen verwendet, ich empfehle euch mehr zu Türen, die offen sind. Also so Gittertüren oder sowas. Das passt, glaube ich, besser zu Strandkörben, als wenn man jetzt so solche Sachen macht, die komplett zu sind, wie jetzt hier. Ich habe das einfach mal genommen als Beispiel. Alle anderen sind hier so im offenen Stil gehalten. So ein bisschen, ne, kennt man ja, die sind ja meistens so mit Gittern an den Seiten. Klar kann man das auch machen, ne, aber ich finde so irgendwie, also ich bevorzuge mehr solche Varianten mit solchen Türen, ne. Und wie man sieht, alle Körbe sind hier schon, ja, eigentlich besetzt, ne? Überall ist ein Handtuch dran, ne? Sieht man ja. Ja, kann man natürlich so machen. Natürlich sind hier auch so ein paar normale Liegematten einfach mal draußen hin. Und dann sind natürlich auch viele Wassermatten hin. Sollte man nicht so unbedingt übertreiben, weil ich denke mal, die meisten stehen eh immer am Strand, ne? Und nur die wenigstens gehen ins Wasser. Na gut, ich bin auch manchmal so eine Wasserratte, ich gehe auch mal gerne ins Wasser, aber ich glaube, ich bin nicht so mit Schwimmmatten. Ich gehe lieber so denn schwimmen. Ach, wir können ja natürlich auch schwimmen. Hoppala. Hihi, jetzt kann man natürlich ja schwimmen. Ihr solltet, glaube ich, die Wassertiefe noch mal ein bisschen tiefer machen. Hätte ja nie gedacht, dass wir hier auf der Welt noch mal schwimmen sollten. Aber, naja, für Nichtschwimmer der perfekte Bereich.
Jo, so, dann ist natürlich hier so das ganze Areal noch nicht ganz fertig. Wir können ja hier natürlich noch ein bisschen was bauen. Vielleicht noch so einen Bademeisterposten könnten wir natürlich mal anbauen, ne? Irgendwie hier so, müsste ja sein, ne? Für so einen Strandabschnitt ist ja das ja meistens irgendwie so Pflicht. Naja, und dann habe ich mir noch so gedacht, vielleicht basteln hier auf welche noch so eine Sandburg. Ne? Man kann ja solche Blumentöpfe ja immer gerne nehmen als Eimer, ne? Da ist ja schon Sand drin, sieht man ja. Und dann kann man hier sich natürlich eine Sandburg bauen. So, und dann war es das Ganze hier heute für dieses Tutorial. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Vielleicht hast du jetzt auch Lust, einen Strand zu bauen, so einen kleinen Abschnitt. Und ja, ich guck mal, wie es hier so weitergeht. Aber das nächste wird dann erst wieder noch unser Geschäftszentrum sein, wo wir immer noch hinten dran pummeln. Aber der Strand, der setzen wir uns auch mal wieder ran. Oder auch am Pier, da machen wir wieder was. Ist gut. So, dann würde ich sagen, was ist das Ganze hier erstmal für diese Folge. Ich glaube, chill noch hier so ein bisschen am Strand oder geh einfach raus bei dem schönen Wetter. Und sag dir nur eins zu euch, und zwar ganz einfach, wenn ich hier natürlich vorne safe stehe. Na denn, tschüss.